Leute, ihr wisst, euer Online-Bruder Korte, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Ich habe euch schon erklärt, wie ihr euren Vorgarten dort unten stutzt und heute spreche ich über die Möglichkeiten, die ihr habt, um eure Haare hier hinten am allerwertesten zu entfernen. Leute, es gibt Männer, die haben eine riesengroße Tapete. Die fängt hier oben an und geht ganz runter bis nach unten. Grüße gehen raus an meine türkischen Homeboys. Aber Leute, es gibt Männer, die haben da gar keine Haare. Ja, am Ende des Tages muss auch jeder selber entscheiden, ob er seine Haare am allerwertesten behalten möchte oder nicht. In dem Video möchte ich euch einfach die Möglichkeiten aufzählen, die man hat, um die Haare dort hinten zu entfernen. Die erste Möglichkeit, die einem in den Sinn kommt, wenn man über Haarentfernung spricht, ist Rasieren. Ganz klar. Aber ich muss gleichzeitig sagen, dass es auch in diesem Fall wohl die gefährlichste Möglichkeit ist, seine Haare zu entfernen. Stell dir mal vor, du rasierst dich da unten, ja, und dann schneidest du dich. Oh mein Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen, aber stell dir das tatsächlich mal vor. Du rasierst da die Haare weg und dann schneidest du dich da in dem Bereich. Leute, das kann ganz übel enden. Aber falls du das trotzdem in Betracht ziehst, dann würde ich dir definitiv empfehlen, einen guten Rasierer mit einer niegelnagelneuen Klinge zu verwenden und auch einen Rasierschaum und auch anschließend irgendein Pflegeprodukt, damit du deinen Allerwertesten richtig schön pflegst, ja, weil du möchtest ja dich auch irgendwann wieder auf deine vier Buchstaben draufsetzen und wenn du dich da möglicherweise schneidest, dann sieht es wirklich ganz übel da aus. Die zweite Möglichkeit, die bei weitem nicht so gefährlich ist, wie das Rasieren, ist das Trimmen. Ich empfehle dir an dieser Stelle auf jeden Fall, einen anderen Trimmer bzw. einen anderen Aufsatz zu verwenden, also hier hinten zu verwenden, als den du im Gesicht verwendest. Also das ist eigentlich klar, hoffe ich zumindest. Falls nicht, es gibt tatsächlich für Rasierer bestimmte Aufsätze, die dann dazu geeignet sind, andere Teile deines Körpers runter zu trimmen bzw. zu rasieren. Also dann greif auf jeden Fall darauf zurück. Also schnapp dir einfach einen kleinen Handspiegel, den passenden Trimmer und dann trimmst du einfach die Tapete da hinten einfach ein bisschen runter. Die dritte Möglichkeit, deine Haare am allerwertesten zu entfernen, ist die Möglichkeit, deine Haare mit einem Epiliergerät zu entfernen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber viele Leute schwören drauf und die sagen auch, dass es einfach länger hält. Ja, dass es einfach besser als Rasieren und besser als Trimmen ist, weil die Haare länger entfernt sind. Warum könnte das so sein? Beim Epiliergerät ist es halt so, dass die Haare an der Haarwurzel rausgezogen werden. Deshalb sagen halt auch viele Leute, dass es halt länger hält, also dass man länger glatt bleibt. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann ist das definitiv eine richtig gute Möglichkeit. Ich meine, du musst das Ganze ja auch nicht selber machen. Ja, du kannst es ja auch machen lassen. Deshalb besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass du dir dein Allerwertesten einfach waxst. Ja, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist trotzdem eine lustige Vorstellung, wenn du jemanden deinen Allerwertesten ins Gesicht streckst und der dann halt die Haare darunter zieht. Ja, also stell dir das mal vor. Also im Prinzip steckt ja der Kopf von jemand anderes in deinem Arsch. Entweder ihr macht Platz oder dein Kopf landet in seinem Arsch. Ich würde es gern sehen. Das ist auf jeden Fall eine lustige Vorstellung und wenn du kein Problem damit hast, deine vier Buchstaben jemand anders ins Gesicht zu strecken, ja, dann probier es einfach mal aus. Die nächste Möglichkeit ist gleichzeitig auch wohl die teuerste Möglichkeit, aber auch die effektivste Möglichkeit. Und zwar die Haarentfernung dank einer Lasertherapie. Um deine Haare aber wirklich permanent und langfristig zu entfernen, brauchst du natürlich mehrere Sitzungen. Also es reicht nicht, dass du da einmal hingehst und einmal mit dem Laser drüber und dann sind die Haare weg. Du brauchst tatsächlich mehrere Sitzungen, um deine Haare langfristig zu entfernen. Aber wenn du keinen Bock mehr hast auf ein haariges Erlebnis da hinten, dann ist tatsächlich die Lasertherapie wohl die beste Möglichkeit, deine Haare wirklich langfristig loszuwerden. Und ich hoffe, dass die Lasertherapie bei der Haarentfernung nicht ganz so doll wehtut, wie die Lasertherapie beim Tattoo entfernen, weil ansonsten musst du echt einiges aushalten können. Aber gut, wir Männer sind ja hart im Leben. Die nächste Möglichkeit ist wesentlich günstiger als die Lasertherapie und zwar die Haarentfernung dank einer Enthaarungscreme. Es gibt verschiedenste Enthaarungscremen, also verschiedene Bereiche des Körpers. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die richtige Enthaarungscreme für den richtigen Bereich habt. Und das Prinzip ist eigentlich jedes Mal das gleiche. Also ihr tragt die Enthaarungscreme einfach auf den gewünschten Bereich auf, wo die Haare weg sollen. Und dann lasst ihr das so für 6 bis 8 Minuten einwirken. Und anschließend könnt ihr das Ganze runterspülen bzw. abkratzen und dann sind die Haare weg. Eine Enthaarungscreme bietet sich vor allen Dingen dann an, wenn du zum Beispiel Bereiche enthaart haben möchtest, die vielleicht schwierig zu erreichen sind
oder für Bereiche, wo du vielleicht nicht unbedingt jemand anders hinlassen möchtest. Sagen wir es mal so. Weitere Videos zum Thema Rasieren findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Enthaaren und einen wundervollen Popo.